Sachsen. Mann gegen Mann. Linker Jab. Rechte Gerade. Aufwärtshaken. Seitwärtshaken. Verteidigung. Angriff. Knockout. Die wichtigste Regel: Triff deinen Gegner, bevor er dich trifft. Wer im Ring überleben will, braucht Ausdauer wie ein Marathonläufer, Schlagschnelligkeit, Kraft wie ein Bodybuilder und einen unerschütterlichen Siegeswillen. Diesen besitzt Tyron Zeuge, der einzige deutsche Boxweltmeister zurzeit. Tyron ist ein Boxwunderkind. Mit gerade mal 24 Jahren wurde er Weltmeister im Supermittelgewicht. Bisher verlor er keinen seiner 22 Profikämpfe. 12-mal schickte er seine Gegner vorzeitig auf die Bretter. Tyron ist einer der vielseitigsten Boxer seit langer Zeit. Wer sich gegen Tyron in den Ring traut, ist eigentlich nicht ganz bei Sinnen und muss selbst bei der Wahl des richtigen Handicaps eine ordentliche Portion Verrücktheit mitbringen. Das ist Vadim. Mit 7 Jahren ist er aus Kasachstan nach Altötting gezogen. Und da Altötting nicht als Entertainment-Hochburg für Jugendliche gilt, hat er im Alter von 9 Jahren mit dem Boxen angefangen. Er weiß also, auf welches Wagnis er sich mit dieser Show eingelassen hat. Man sieht wirklich tatsächlich ein paar Sternchen, wenn man einen Schlag abkriegt. It's the last goodbye. Beim berühmten Altöttinger Bierfest Hofduld gab es für Vadim einmal richtig eins auf die 12. Den Kampf habe ich verloren. Trainer musste leider ein Handtuch schmeißen, weil ich eigentlich überhaupt nicht mehr gewusst habe, wo ich bin. Für Vadim bedeutet Boxen in erster Linie Ruhe und Ausgeglichenheit. Und in seinem Job als Barkeeper und Chemikant braucht er seine Fäuste eher selten. Ich bin ein ganz lieber Mensch und würde eigentlich nie jemanden ins Gesicht schlagen. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. Vadim hatte das Boxen zugunsten seiner Kletterleidenschaft eigentlich schon aufgegeben. Für die einmalige Chance, gegen Box-Superstar Tyron Zeuge anzutreten, legt er sich aber noch mal so richtig ins Zeug. Der Zeuge, der ist ein Weltmeister, das ist ein Profiboxer. Der hat viele Profikämpfe gemacht. Der boxt bis zu 12 Runden, was ich noch nie gemacht habe. In Kombination mit dem richtigen Handicap könnte das vielleicht für einen Sieg nach Punkten reichen. Respekt ist eigentlich das Einzige, was ich habe, aber keine Angst. Das Duell im Boxen. Beginner Vadim gegen Boxweltmeister Tyron Zeuge. Auf geht's, aber wiegen schon richtig zur Sache. Ich hoffe, die beiden vertragen sich jetzt gleich. Hier ist der Beginner und der Herausforderer und Chemikant. Barkeeper Vadim Zidayev und der amtierende WEA-Weltmeister Tyron Zeuge. Herzlich willkommen. Willkommen. Du hast gerade noch, Vadim, so schön gesagt. Respekt, aber keine Angst. Ändert sich das in so einem Moment? Denkt man sich so, vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen, hier mitzumachen? Nein, glaube ich nicht. Nee? Nein. Wir haben auch gerade da oben schon gesessen und gesagt, oh, das wird aber amtlich so. Einfach wirklich ohne Kopfschutz und ohne alles. Ist nicht ohne. Ja, ich werde jetzt auch nicht voll durchziehen, also. Ich wäre auch gemein, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Es ist auf jeden Fall für den Moment ein freundschaftliches Verhältnis hergestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gleich im Ring anders aussieht. Tyron, du wirst ein Handicap bekommen von Vadim. Und wir gucken uns mal an, was wir da vorbereitet haben. Das ist das erste Handicap, aus dem du wählen darfst. Das ist ein Mono-Handschuh. Das würde bedeuten, beide Hände nebeneinander. Ich finde es auch schön, dass, wenn man das jetzt so langsam sich dreht, man sieht, dass es eine Herzform bekommt. Oh. Er wird mit Liebe zugeschlagen. Ja. Es ist, glaube ich, muss man nicht groß erklären, beide Hände sind zusammen und drin. Das ist eher so dieses, wie diese, ja. Da gibt es diese Puppen, wo man unten dran zieht und dann schlagen die so zu. Das ist das Prinzip. Muss ich nicht viel zu sagen, durchblickst du sofort. Sehr gut. Dann gucken wir uns Handicap Nummer 2 an. Schaut der krank aus. Ja, das, also es ist nicht die Holzfigur. Es ist das, was wir hier haben. Wir haben Füße
und Hände mit Manschetten und dazwischen haben wir diese Gummibänder, die man eher aus dem Training kennt. Und das heißt, Füße und Beine sind miteinander verbunden. Das heißt, es ist eher so Olli Schulz. Olli Schulz hat so einen Trick, der sagt, das ist der ultimative Todesmove. Mit der Faust und mit dem Fuß gleichzeitig. So. Das ist quasi das Prinzip von Olli Schulz. Das ist das Handicap Olli Schulz Todesmove. Und es gibt noch ein drittes Handicap, aus dem du wählen kannst. Mein persönliches Highlight. Rollschuhe. Wird sehr elegant aussehen, denke ich. Ja. Tyron, kannst du Rollschuh laufen? Vielleicht nur so. Ich kann Schlittschuh laufen. Okay, das reicht als Hinweis. Aber gut, da ist der Gegner ein bisschen höher dann, gell? Höher? Ah, okay. Ja. Und das Gute ist, wenn du ihn erwischst, ne, fährt er erstmal einen halben Meter rückwärts. Hat ja hinten keine Bremsen, das Ding. Aber vorne. Aber vorne. Der kann sich dann, glaube ich, richtig draufstellen und dann kann er losfighten. Ah. Das muss man. Ja. So weit denkst du, sehr gut, ja. Herr Winterscheid. Herr Melzer. Wann ist denn, also wie, geht das jetzt um K.O.? Also ich sag mal so, wenn das passieren sollte, dann ist der Kampf an der Stelle beendet. Ja, dann würden wir jetzt nicht sagen, steh auf, wir machen nach Punkten, aber eigentlich wollten wir nach, eigentlich wollten wir nach Punkten kämpfen. Also so richtig offizielle Boxpunkte. Wir haben offiziellen Ringrichter, wir haben offizielle Punktrichter. Wir spielen dreimal zwei. Wir spielen, ich sag mal die ganze Zeit, wir spielen. Beim Boxen klingt das bescheuert. Es werden dreimal zwei Minuten geboxt. Okay. Und es geht nach Punkten. Hoffentlich. Martin, was sagst du? Ist schwierig. Ich würde ihn mit allen drei Sachen fertig machen. Oh. Arim. Räuberleiter. Räuberleiter, bitte. So. Ich weiß nicht, ob ich die hochkriege. Räuberleiter. Oh. Was auch immer das wird, lauf dich schon mal warm. Wir machen hier weiter. Oh, Alter. Tim kann sich schon mal warm laufen. Ich kommentiere das. Wir brauchen eine Entscheidung, Mario. Was denkst du? Ja. Zwischen wem? Zwischen den beiden auf jeden Fall. Zwischen welchen? Zwischen Rollschuhen und genau. Den Terrabändern. Du hast ein Publikum, du kannst ja auch nochmal das Publikum meistens. Bitte? Moment. Wenn ihr wahllos reinschreit, dann funktioniert das nicht, weil dann versteht er nichts. Ich würde einfach mal abfragen und lass dich davon nicht irritieren. Du kannst es als Wertung nutzen oder einfach auch ignorieren. Am Ende ist es deine Entscheidung. Wer ist für die Terrabänder? Applaus bitte. Aber du bist der Boxprofi. Wer ist für die Rollschuhe? Ich möchte nur ganz kurz zu bedenken geben, die alle sitzen auf den Rängen, ja? Und erfreuen sich natürlich darüber, wenn man Tyron, den amtierenden Weltmeister, auf Rollschuhen sieht. Dann nehmen wir die Rollschuhe. Dann nehmen wir die mal mit. Ich würde euch beide noch mal bitten, euch noch mal nach draußen zu begeben. Ihr könnt auch hier an der Seite vorbei, dass ihr eure Boxhandschuhe bekommt und alles. Ich gehe mal zu Tim und zu Johannes und frag ab, was ihr davon haltet. Dass ihr so schnell die Hand, diesen Mono-Handschuh rausgenommen habt. Ich bin vollkommen bei dir. Du kannst super verteidigen, aber ich weiß nicht, Schlagkraft ist wahrscheinlich schon. Ne? Du hast halt keinen Schwung. Na, und du hast nicht eine Hand zur Verteidigung und schlägst und mit der anderen. Aber nochmal, also wenn du geschlagen hast, bist du total offen. Ja. Beim Boxen geht es ja auch ein bisschen um Angriff. Es geht ja nicht nur um Verteidigung. Das ist aber sehr vornehm formuliert. Nein, ich meine die Punkte. Also wo zieht er die Punkte? Treffer. Treffer. Ja, und wie willst du denn damit Treffer machen? Also selbst du. So, das wäre mein Verteidigungs-, sondern Trefferzählen. Trefferzählen. Und wenn er versucht einen Treffer, dann ist er ja offen. Also ich habe auch das Gefühl, wir werden hier einen sehr offenen Kampf erleben. Das wird...
Es wird ein gewaltiger Schlagabtausch werden. Und bei den Rollerskates oder Rollschuhen ist halt die Frage, wie gut er sich einfach vorne auf die Bremse, also auf diese... Hat er ja auch gesagt. Ich glaube, da ist aber der große Vorteil, dass wenn er ihn da in einem guten Moment erwischt... Ne? Fällt er. Er ist so ein Stück größer jetzt. Also. Der hört uns ja nicht, ne? Nee. Ich glaube, der kann gar nicht so doll zuhauen. Hey, das ist unglaublich, immer noch die große Fresse, will keiner zuhören, ey. Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der boxt sonst 12 Runden, ne? Das sind jetzt nur 3, wenn er noch Luft hat nachher, da haut dir bestimmt gerne eine rein. Sonst. Hallo? Hallo? Ja, da hast du gesehen, dass das andere vom Koffer ist, wenn er den einmal trifft, bam, weg. Ich möchte nicht in eure Haut stecken und auch nicht in der Haut von dem anderen. Von dem anderen will ich nicht. Ja, es war... Schon Punkte. Ja, nach Punkten, das geht doch so schnell, zack, zack, zack. Also 3x2 Minuten. Ja, die kommen dem länger vor. Ja, das ist, ich habe schon mal gegen Klaas geboxt. Sag mal, was? Es kann sein, dass ich dir gleich noch eins hier dick. Das ist, du teilst aus, ne? Schon ein Nummer Promi-Boxen. Das ist Not gegen Elend. Gut, ihr habt eingeloggt. Ja. Ja. Dann gilt es jetzt, unsere beiden Kontrahenten boxstandesgemäß in den Ring zu rufen. Denn das ist es, was hier jetzt stattfindet. Vadim gegen Tyron, der Barkeeper gegen den Weltmeister.